Du sagst sogar, wenn ich heute Abend live gehe, willst du dafür sorgen, dass deine Leute mich anzeigen. Nur weil ich live gehen will. Du musst nur noch immer an mich anbrüllen. Was anderes kannst du gar nicht mehr. Du willst doch alles kaputt machen. Ja, nee, ist klar. Du bringst das Geld nach Hause, ja. Ja, genau, und das sieht er aber nicht. Ach, der macht nur Stress, Shadow. Ich mache mir gar keinen Stress. Du machst den Stress, weil du mir heute Abend das Live-Geld verbieten willst. Du brauchst den Mittelfinger gar nicht zeigen. Du kannst ihn in deine verkrustete, nach Fisch stinkende Fotze stecken. Basti, hör auf zu beleidigen, sag ich dir, sonst schmeiß ich dir was an den Kopf, Alter. Ja, das kannst du mit Gewalt drohen. Weil du so geisteskrank schon geworden bist. Jetzt sieh mal, was die Ehe, das Internet unserer Ehe gemacht hat. Wir führen keine Ehe mehr. Nee, weil du es nicht mehr willst. Durch dieses verfickte Internet. Was denn? Ich schreib mir doch gar nicht, Marvin. Was willst du eigentlich? Marvin, wenn du willst, dass Twitch kaputt geht, dann bitteschön. Dann kannst du heute Abend auch gleich draußen bleiben. Du willst mich doch kaputt machen. Mhm. Deswegen machst du mich halt die ganze Zeit fertig. Und hältst mir irgendwelche Schoßhündchen auf den Hals. Alles gut, lass uns runterfahren. Wir kriegen da eh nichts. Ja, das Live-Spiel lasse ich mir auf jeden Fall heute Abend nicht verbieten. Weder von dir, noch von euch, noch von Chat, noch von sonst wen. Ja, du musst damit rechnen, wenn du heute Abend wieder Stress machst, dass die Leute dich heute Abend alle anzeigen werden. Was heißt hier anzeigen werden? Ich habe da genauso das Recht, wie du live zu gehen. Ich wohne hier schließlich auch noch. Du kannst mir nicht sagen, hallo, dass ich jetzt Jessie. Alles hinschmeißen soll, nur weil du meinst, dass du damit wirklich eine Karriere startest. Mach ich auch, Basti. Du willst mich damit kaputt machen, das sieht man doch dadurch, dass du mir das verbieten willst. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Steck den Finger, ja, in deine verkrustete, nach Fisch stinkende Fotze, Alter. Mathe, der ist nun mal so, ich kann es nicht ändern. Was? Du hast mir doch den Mittelfinger gezeigt. Ohne Grund. Du hast gesagt, dass du mich kaputt machen willst. Ich mach dich kaputt. Na klar doch. Ja, deswegen willst du mir verbieten, heute Abend live zu gehen. Du wirst sehen, was du davon hast, Basti. Wieso? Die können mir nicht verbieten, live zu gehen. Das kann mir keiner verbieten. Ich hab ihn nicht beleidigt. Du hast den Fuß als Hurensohn beleidigt. Und selbst den Mittelfinger zeigen ist eine Beleidigung. Ich schreite doch gar nicht. Ich bin noch die Ruhigste. Du sagst sogar, wenn ich heute Abend live gehe, willst du dafür sorgen, dass deine Leute mich anzeigen. Nur weil ich live gehen will. Da sieht man, dass du mir das unterbinden willst. Du hast dir deine Modis ausgedacht, nicht ich? Ich lasse mich auch doch nicht von meinem eigenen Modi, wie ein Tim, das immer da als Hurensohn hinstellen. Das ist kein Modi sowas, wenn man seinen sogenannten Schützling als Hurensohn hinstellt. Du bist nicht mehr sein Schützling. Nein, aber zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, war er noch mein Modi. Und dann kommt er bei mir, bei TikTok in Live rein, was macht man als Modi nicht? Oder sowas, ich glaube, wir sitzen oder so. Wollte ich gerade sagen, Jessie. Aber ich sag dazu nichts, ich bin ruhig. Auf jeden Fall lasse ich mir von niemandem heute Abend verbieten. Nee! Von niemandem lasse ich mir lange verbieten. Aber dass ich gestern das Essen geholt habe, das hat er auch nicht gesehen. Was hat das dann jetzt mit dem anderen zu tun? Was hat das dann jetzt mit dem anderen zu tun? Gar nichts. Wenn ich mal Hähnchen Essen koche, das siehst du auch nicht. Das hat damit doch nichts zu tun, Basti. Du stellst dich jetzt das Handy hin, nur weil du Essen bestellt hast. Ganz ehrlich. Na, Una? Ich stelle mich hin und koche Essen. Ich gehe jedes Mal los mit Andi und besäue das. Das siehst du nämlich auch nicht. Weil für dich ist sowas selbstverständlich, dass du bedient wirst. Ich brauche nicht bedient werden, Basti. Nee, ich bestelle für ihn nichts mehr. Nee, dann mache ich auch für dich nichts mehr Essen mit. Und wasch auch deine scheiß dreckige Wäsche damit. Ja und? Ich lass mich nicht erpressen, Basti. Nicht von dir. Nee, aber du erpresst mich gerade. Du darfst mich erpressen, oder was? Ich sage nichts mehr. Ich halte, dass meine Fresse gut ist. Du erpresst mich doch, wenn ich heute Abend live gehe, dass du mich anzeigen lassen wird, obwohl ich dasselbe Recht habe, live zu gehen wie du. Weißt du was, Oliver Pixel, verpiss dich einfach. Du Arschloch. Nee, du machst dich weg. Du machst nämlich jetzt den Kick von mir.
Wiedersehen, Oliver. Sag mal auf Wiedersehen.